Liebe Schüler, in diesem Video siehst du, wie man ein Kreismuster zeichnen kann. Als Beispiel habe ich das einmal gewählt. Die dick gedruckten Kreuze sind die Mittelpunkte, die ich benötige. Jetzt brauche ich nur noch einen Zirkel. So, als erstes muss ich jetzt herausfinden, ich soll das Muster ja fortsetzen, wie groß der Radius ist. Das heißt, ich suche mir jetzt diesen Mittelpunkt aus, stecke meinen Spitze hier einmal rein und guck, wie ich den Zirkel einstellen muss. Die Mine muss genau auf der Linie hier herumlaufen können. So, das ist mein Radius. So, den Zirkel habe ich jetzt eingestellt und jetzt kann ich im Grunde genommen mal kurz nachjustieren mit meinem Zirkel. Einfach den Kreis weiterzeichnen. Das gleiche mache ich hier oben mit diesem Mittelpunkt. Wichtig ist, dass man den Zirkel nur oben anfasst. Ansonsten könnte es sein, dass man den Radius wieder verändert. So, und hier in meiner unteren Ecke muss ich natürlich auch einmal den Mittelpunkt bedenken und dann einfach das Muster weiterzeichnen. Und hier oben genau das gleiche. Ganz schön schwierig, weil ihr seht, auch ich kann das nicht so hundertprozentig genau, weil in der Mitte sehe ich, dass sie nicht genau übereinander liegen. So, jetzt habe ich jetzt schon die äußeren Linien einmal gezeichnet und jetzt komme ich hier zu den inneren. Auch da muss ich wieder herausfinden, wie groß mein Radius ist. Das heißt, ich steche meinen Zirkel hier ein, in meinen Mittelpunkt, verstelle meinen Radius und zwar so, dass ich wieder hier mit meinem Zirkel den passenden Radius finde. So, und jetzt zeichne ich im Grunde genommen so, dass ich einmal die Blütenblätter, sage ich mal, weiter zeichne. Das mache ich hier unten auch mit der Ecke. Der Radius bleibt der gleiche. So, dann einmal hier, dann hier oben die Ecke. Hopp. Und einmal hier. Und jetzt kommt noch die letzte Ecke. Und zack. Und nun bin ich mit dem Muster fertig. Jetzt könnte ich das natürlich noch bunt anmalen.